Und herzlich willkommen zum Elbl-Wunschkonzert auf Murnenboden am Klausenpass. Direkt gesendet am Radio auf der SRF Musikwelle und auf SRF 1. Wir begrüßen ganz besonders alle Elblerinnen und Elbler, die heute Abend auf die grösste Schweizer Alp sind gekommen. Und natürlich auch alle die, die am Radio zuhören. Ja, in diesem Jahr, ihr habt es vielleicht gehört, haben wir hier die ganz besondere Urner Bodenstimmung. Es ist ein Fest für alle die, die monatelang mit ihren Tieren überall in den Bergen zu Alp sind. Und das jeden Tag und bei jedem Wetter. Schweizer Radio ist zum 27. Mal dabei. Für Moderation am Mikrofon zuständig sind Christine Gertschen. Ja, mein Kollege, der Beat Schümperlin. Und auch dieses Jahr gelten wieder, was wäre wir vom Radio ohne die Urner Bödeler. Das Mail hat uns Therese Etlin von Kerns geschickt und sie schickt liebe Grüße an Rosi und der Gleis von Rotz und an den Gleis Junior mit Familie. An alle von der Senior-Tanzgruppe, die bedanken sich für die Gastfreundschaft und ganz besonders für die feinen Käseschnitte. Und sie sagen, wir wünschen einen schönen Alpsommer und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Und dann habe ich auch noch gerade Grüße an Gabi und Christian und Lucia auf der Alp am Bächli Elm und ihnen ein grosses Dankeschön für den heutigen gemütlichen Nachmittag und ein Dankeschön, das kommt von den vier Appenzeller. Musikalisch startet durch eine Innerschweizer Formation, nämlich das Ländler Trio Echo vom Litzen. Wir hören die Becke Riederblut, ein Schnellpolka mit Gesang, komponiert von Peter Käsli. Echo vom Litzen. Ja, und ich habe schon einen ersten lieben Gast hier auf der Bühne. Es ist der 10-jährige Clemens Krienbühl von Wielen bei Wollerau. Und du bist ein eifriger Schweizer Örgeli-Spieler. Was gefällt dir so am Schweizer Örgeli? Ja, es ist eben ein so schönes Instrument. Ja, und ich habe einfach Freude daran. Ja, und musikalisch untermalen die wir die lieben Wünsche von Clemens mit dem Schweizer Örgeli-Quartett Urwurzel und dem Schottisch, der meinem Kollegen gewidmet ist. Der heisst nämlich der Beat Schümperlin, eine Komposition von Marcel Küttel.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ave. Ave. Ave Maria. Aber ich glaube, es ist die einmalige Stimmung, die man fast nicht beschreiben kann auf dem Urnerboden. Es ist auf einmal der Platz selber. Ich meine, die Alpa ist etwas Wunderschönes. Dann kommen die Alpler und Alplerinnen aus der ganzen Schweiz zusammen und feiern hier. Ich sage dir, das ist ihr Sonntag im Sommer. Die feiern hier richtig ein riesen Fest. Und genau das macht es eben uns dann. Die Stimmung kannst du nicht produzieren oder auch nicht nachmachen, sondern die ist einfach, eben, wenn du sagst, einmalig. Eigentlich ist es ein einfaches Konzept. Es sind zwei urchige Formationen und ein Jodlerclub, die hier auftreten tun. Und das war es schon. Populär, würde ich sagen, ist es einfach geworden über all die Jahre. 27. Malheuer. Das macht sicher etwas aus, dass sich das richtig eingebürgert hat, in die Köpfe von den einzelnen Besucherinnen und Besuchern. Das ist einfach bei ihnen nicht im Kalender drin. Ist das rot angestrichen, jedes Jahr Alplerwunschkonzert. Und ich meinte, das ist ein Brand geworden, ein Kultanlass. Alplerwunschkonzert auf dem Urnerboden. Wahrscheinlich könnte man es nicht an einem anderen Ort machen. Es kommt gar nicht der Ruf über. Das ist einfach, das hat sich so eingebürgert. Und das ist sicher die ganz lange Tradition verbunden mit Urnerboden, grösste Kuhalp von der Schweiz. Das ist so eine Kultveranstaltung geworden.